Gott mit Koffer. Eines Tages sah sich ein Mann Gott mit einem Koffer nähern und wusste, dass er verstorben war. Gott sagte: Es ist Zeit zu gehen. Der Mann fragte überrascht: Jetzt schon? Ich hatte noch so viel vor. Gott antwortete: Es tut mir leid, aber für dich ist die Zeit zu gehen gekommen. Was ist in dem Koffer? Fragte der Mann. Und Gott antwortete: Dinge, die dir gehören. Also mein Hab und Gut, mein Geld? Diese Dinge haben dir nie gehört. Sie gehörten der Welt. Sind es vielleicht meine Erinnerungen? Das sind nicht deine. Sie haben immer der Zeit gehört. Sind es meine Talente? Die haben nie dir gehört, sondern den Umständen. Also sind es meine Freunde. Sie haben nie dir gehört. Sie gehörten dem Weg. Ist es meine Frau und meine Kinder? Sie haben nie dir gehört. Sie gehörten dem Herzen. Ist es mein Körper? Er hat nie dir gehört. Er war aus Staub. Also ist es meine Seele. Tut mir leid. Deine Seele gehört mir. Der Mann war wütend und riss den Koffer auf. Er sah, dass er leer war. Mit Tränen in den Augen sagte er: Also habe ich nie etwas besessen. Jeder Moment, den du gelebt hast, hat dir gehört. Deine Existenz war eine Abfolge von Momenten, die dir gehörten. Deshalb sollte jeder diese Momente genießen, solange er kann. Nichts von dem, was man im Leben besitzt, ermöglicht es dem Menschen, genau dies zu tun. Materielle Dinge und alles, was man besitzt, gehen nicht mit dir ins Jenseits. Lebe in der Gegenwart und vergiss nicht, glücklich zu sein.